Am Mittwoch vom Süden bis in die Mitte dichte Wolken und zeitweise Regen. Im Norden nur einzelne Regen- oder Schneeschauer. Auch in den folgenden Tagen vor allem in der Südhälfte gebietsweise Regen. Am Freitag zum Teil bis in die Niederungen Schnee. Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. EU einigt sich nicht auf feste Quoten. Fragen an Innenministerin Faeser zur Verteilung von Geflüchteten. Und Oscars mit Ohrfeige, was von der Preisverleihung in Erinnerung bleibt. Und nun, wie angekündigt, der Brennpunkt zum Ukraine-Krieg mit Ellen Inni. Danke, Susanne Daubner, und herzlich willkommen zu diesem Brennpunkt heute. Im Anschluss sehen Sie die Reportage Heimreise in den Krieg gegen 8:30. Auf den Tag genau heute vor 5 Wochen, da hat der russische Präsident Putin die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk als unabhängig anerkannt. Es war, wie wir kurz darauf feststellen mussten, der erste Schritt zum Überfall auf das ganze Land. Heute, genau 5 Wochen später, läuft der Krieg aus russischer Sicht nicht so, wie Wladimir Putin ihn sich vorgestellt hat. Und doch sind Zerstörung und Verwüstung in dem Land schon jetzt unfassbar. Viele Städte sind zerbombt. Allein in Mariupol sollen laut ukrainischen Angaben insgesamt über 5000 Menschen getötet worden sein. Wir wollen in dieser Sendung darauf schauen, was dieser unmenschliche Krieg mit den Menschen macht. Sie können endlich durchatmen, ihre Wunden versorgen, etwas essen. In einem Supermarkt in Saporischschja haben Geflüchtete Unterschlupf gefunden. Es sind Menschen aus Mariupol. Ein dänisches Kamerateam hat diese Aufnahmen gestern gedreht. Eine Familie erzählt von der Bombardierung des Mariupoler Theaters. Sie hätten sich dort versteckt. Panik, Zerstörung, überall lag Schutt. Es gab Verwundete, Menschen wurden unter Trümmern begraben, überall war Blut, man hörte Stöhnen. Die Stadt Saporischschja ist etwa 230 Kilometer vom belagerten Mariupol entfernt. Hierher schafft es nur, wer ein Auto auftreiben kann, und Benzin. Doch auch die Flucht ist gefährlich. Menschen berichten, sie seien beschossen worden von russischen Soldaten. Eine Frau zeigt ihre verletzten Hände. Eine Kugel habe sie getroffen, während sie im Auto fuhren raus aus Mariupol. 160.000 Menschen sollen noch in der zerstörten Stadt festsitzen. Fluchtkorridore könnten derzeit nicht eingerichtet werden. Zu groß sei die Bedrohung durch russische Truppen, erklärt heute die ukrainische Regierung. Auch das wird für viele ein Todesurteil sein, sagt Aleftina Schwetzowa, die selbst wochenlang mit ihrer Familie in Mariupol festsaß. Die russische Armee hat schon jetzt sehr viele Menschen in Mariupol vernichtet, darunter Kinder, Frauen, ältere Menschen. Ich appelliere an die ganze Welt, bitte macht etwas, damit die Menschen in Mariupol nicht mehr sterben. Ein Wohnviertel in der Hauptstadt Kiew. Eine russische Bombe soll dieses Haus getroffen haben, mehrere Wohnungen wurden zerstört. Westlich der Stadt verläuft die Frontlinie. Hier erreichen wir Dmitro Morhunov. Vor dem Krieg war er Journalist und Radiomoderator. Nun ist er Soldat. Mir ist inzwischen klar geworden, dass das kein schneller Krieg wird. Keine Sache von mehreren Wochen oder Monaten, sondern ein Stellungskrieg. Wir haben uns darauf eingestellt, dass das kein Sprint wird, sondern ein Marathon. Ein Marathon, der auch die ukrainische Armee Opfer kostet. Beerdigungen von Soldaten, so wie hier in Lviv, sie sind inzwischen Teil des Kriegsalltags. Es sind schreckliche Bilder, die wir aus der Ukraine bekommen, aber immerhin bekommen wir sie noch. Und gerade wenn der Krieg andauert, ist es besonders wichtig zu zeigen, was er mit den Menschen im Land macht. Gleichzeitig wollen wir auch heute wieder einen Überblick über die militärische Lage im Land geben, auch wenn es schwierig ist, die Angaben beider Seiten bezüglich des Militärs tatsächlich zu überprüfen. Eins steht jedoch fest, das russische Militär hat auch heute seine Angriffe auf die Städte des Landes fortgesetzt. Unter anderem wurde die Großstadt Charkiw in der Nacht zu Montag von schweren Explosionen erschüttert. Laut Angaben der ukrainischen Verwaltung wurden 7 Menschen durch Artilleriebeschuss getötet. 2 davon sollen Kinder sein. Unabhängig überprüfen können wir das nicht. Bei ukrainischen Gegenangriffen seien russische Truppen aus mehreren Ortschaften bei Charkiw verdrängt worden, so das ukrainische Militär.
Auch in der Nähe von Kiew gab es nach ukrainischen Angaben Landgewinne. Aus dem 40 Kilometer entfernten Salissja wiederum hat das russische Verteidigungsministerium Aufnahmen eigener Truppenbewegungen veröffentlicht. Wann und wo die Aufnahmen genau gemacht wurden und wohin sich die russischen Fahrzeuge tatsächlich bewegen, bleibt allerdings unklar. Und eine weitere strategisch wichtige Stadt in der Ukraine ist Odessa. Sie ist einerseits der größte Hafen der Ukraine und gilt andererseits auch als Perle am Schwarzen Meer. Dort bin ich jetzt live mit meinem Kollegen Oliver Meyer-Rüth verbunden. Auch in Odessa gilt übrigens abends eine Ausgangssperre. Deshalb schalten wir vom Parkplatz vor der Unterkunft. Oliver, Odessa gilt ja deshalb als schwierig zu verteidigen, weil die Stadt vom Land und vom Wasser aus angegriffen werden kann. Wie bereiten sich denn die Bewohner der Stadt auf mögliche russische Angriffe vor? Ja, wir waren heute im historischen Zentrum der Stadt. Dort steht ja auch das Wahrzeichen, das Opernhaus. Dort sieht man große Sandsackbarrieren, Barrikaden. Und man sieht auch diese Panzerigel, also über Kreuz verschweißte Stahlträger, die Panzer aufhalten sollen. Dieses Viertel rund um das Opernhaus ist hermetisch abgeriegelt vom ukrainischen Militär. Im Moment kommen da nur die Bewohner rein und eben auch wir Journalisten werden dort vom Militär durchgeführt. Und wir konnten mit den Bewohnern sprechen, wie sie das jetzt finden, in den Zustand, in dem ihr Viertel ist. Und dann haben viele gesagt, natürlich ist das ein Ausnahmezustand, das ist jetzt Krieg, das ist nicht schön, aber wir haben auch geholfen, den Soldaten diese Sandsackbarrikaden aufzubauen. Und jetzt hoffen wir einfach, dass unser Militär siegreich ist und die russischen Truppen vertreiben kann. Der russische Präsident hat ja schon 2014 bei der Krim-Annexion deutlich gemacht, dass Odessa für ihn nicht zur Ukraine gehört, sondern eher zum imperialen Russland. Wie wichtig ist denn diese Stadt auch persönlich für Wladimir Putin? Also was er jetzt für ein konkretes persönliches Verhältnis zu Odessa hat, weiß ich nicht. Aber was klar ist, ist, es gibt einen signifikanten Anteil der Bevölkerung hier, der einfach zur russischsprachigen Minderheit des Landes gehört. Das ist das eine. Und das andere ist, diese Stadt ist einfach strategisch sehr wichtig für die Ukraine, weil eben hier der größte Hafen des Landes liegt. Die Ukraine produziert viel Getreide, das wird über diesen Hafen exportiert. Es werden auch viele Produkte importiert. Und es wäre eine wirtschaftliche Katastrophe für die Ukraine, wenn die russische Armee diese Stadt und diesen Hafen einnehmen könnte. Vielen Dank, Oliver Meyer-Rüth, live aus Odessa in der Ukraine. Ja, fast 4 Millionen Menschen sind bislang aus der Ukraine geflohen, aus ihrem Heimatland. Aber einige sind kaum noch in der Lage dazu zu fliehen, weil sie zu alt sind oder zu krank. Dazu gehören auch solche Menschen, die schon einmal ein furchtbares Erlebnis erlebt und auch überlebt haben, nämlich Überlebende des Holocaust vor knapp 80 Jahren. Eine jüdische Organisation versucht nun genau diesen Menschen die Flucht aus der Ukraine zu ermöglichen. Anfahrt auf die Grenze zu Polen. 9 Stunden sind die Krankenwagen aus dem ukrainischen Dnipro gefahren. Eine Strapaze für die alten Menschen. Einer von ihnen ist Benjamin Chirachmeliewicz. Der 84-Jährige ist bewegungsunfähig, konnte nicht mehr in die Schutzräume. Er hat in seiner Kindheit den Holocaust überlebt. Einmal mehr muss er in Sicherheit gebracht werden vor einem Krieg, der in seiner Heimatstadt tobt. Damals, im Zweiten Weltkrieg, musste er nach Sibirien. Bei der Evakuierung war ich erst 3 Jahre alt. An das meiste erinnere ich mich nicht mehr. Ich denke noch an den schlimmen Hunger und den Rest. Nun geht es weiter nach Deutschland. Gern wäre er einmal als Tourist dorthin gefahren, sagt er. Nun hat er nur eine Sorge. Wir möchten niemandem zur Last fallen. Wenn Gott will, wenn es Frieden gibt, gehen wir zurück. In Dnipro sind unsere Wurzeln. Organisiert hat die Rettungsaktion die jüdische Hilfsorganisation JDC gemeinsam mit der Claims Conference. Die sagt, zur Evakuierung gäbe es keine Alternative. Sie wurden in ihren jungen Jahren im Stich gelassen und wir empfinden die ganz tiefe Verpflichtung, sie nicht wieder am Ende ihres Lebens im Stich zu lassen.
Etwa 500 stark pflegebedürftige Holocaust-Überlebende aus umkämpften Städten wie Charkiw sollen folgen. Hier in Charkiw musste eine Evakuierung inzwischen abgebrochen werden. Das ukrainische Militär hat die Krankenwagen beschlagnahmt. Zuvor konnte noch die 95-jährige Sara Kozlova gerettet werden. Charkiw ist schrecklich geworden. Was ich im Zweiten Weltkrieg erlebt habe, ist nicht annähernd mit dem vergleichbar, was da gerade passiert. In Charkiw gibt es keinen Strom mehr und die ganze Zeit wird geschossen. Nun ist sie froh, nach Deutschland zu kommen, in ein Land, das sich ihrer Meinung nach in den vergangenen Jahrzehnten so gewandelt hat. Das ist jetzt eine ganz andere Generation, nicht die Generation von früher. Das sind jetzt komplett andere Menschen. Ein weiterer Rettungstransport kommt nach einem ganzen Tag Fahrt vor der Synagogengemeinde in Köln-Neu-Ehrenfeld an. Ende einer Reise, die die meisten am liebsten nie angetreten hätten. Der Krieg, er vertreibt Menschen und er zerreißt Familien. Nicht nur im wortwörtlichen Sinne, sondern auch im übertragenen Sinne zerreißt der Krieg tatsächlich Familien und Freundschaften. Zum Beispiel nämlich dann, wenn man nicht mehr zusammen über den Krieg in der Ukraine sprechen kann oder wenn es sogar überhaupt keine gemeinsame Grundlage mehr gibt, das zu beurteilen, was sich gerade jetzt im Moment in diesem Land abspielt. So ist es diesem jungen Mann passiert. Es ist die Geschichte eines jungen Russen und dessen Zerwürfnis mit seiner Mutter. Eine Geschichte, die derzeit viele Russen ähnlich erleben. Eigentlich ist der russische Schauspieler Jean-Michel Tscherbak eher unpolitisch. Dann marschieren Putins Truppen in der Ukraine ein. Der 30-Jährige erklärte auf Facebook, er schäme sich für sein Land, Hashtag Ukraine. Seine Mutter, eine flammende Anhängerin Putins, schreibt, es tue ihr leid, dass ihr geliebter Sohn faschistisches, ukrainisches Dreckspack unterstütze. Außerdem sendete mir meine Mutter Glückwünsche. Endlich würden die Massenvernichtungswaffen in der Ukraine zerstört. Es tue ihr leid, Mutter eines Verräters zu sein, erklärt sie mir. Der 30-Jährige fassungslos. Alle Versuche seiner Mutter klarzumachen, dass russische Soldaten zivile Ziele in der Ukraine angreifen, scheitern. Die Mutter bleibt hart. Unsere Wege trennen sich. Du hast deine Wahl getroffen, du bist ein Verräter. Dann schrieb mir meine Mutter noch, dass sie mich bei der Polizei anzeigen werde, weil ich ein Verräter sei und meinem Land großen Schaden zufüge. Auch Lilia Potapova erlebt, wie der Krieg die russische Gesellschaft spaltet. Sie lebt in der Ukraine, im umkämpften Charkiw. Verwandte von ihr in Russland. Und die wollen vom Krieg nichts wissen. Nach vielen Jahren der Diktatur haben die Russen so einen apathischen Zustand erreicht, dass sie einfach nicht fähig sind, adäquat auf die Situation zu schauen. Der Riss geht durchs Volk im Land der Schachspieler. 44 russische Topspieler, die sich normalerweise nicht zur Politik äußern, haben jetzt zu einem Stopp des Krieges aufgefordert. Ich erhebe jetzt das Wort, weil es eine Tragödie ist, nicht nur für die Ukraine natürlich, sondern auch für die Zukunft meines Landes. Es muss so schnell wie möglich enden, das ist meine Hoffnung. Hier die Hoffnung, dort die Gräben, und die drohen immer tiefer zu werden in der russischen Gesellschaft. Ein Thema, das ich jetzt vertiefen möchte mit unserer Korrespondentin Ina Ruck in Moskau. Ina, wir haben ja gerade gesehen, Risse, die durch Familien gehen, durch ganze Gesellschaftsschichten. Inwiefern ist das denn beispielhaft für die Art, wie der Krieg aktuell in der russischen Gesellschaft diskutiert wird? Also ich spüre das auch in meinem Umfeld, dass man vorsichtig ist. Wenn man sich nicht gut kennt, umschifft man das Thema lieber. Über Krieg zu reden ist ja ohnehin verboten im Zusammenhang mit der Ukraine. Und da ist man dann eben lieber vorsichtig und redet über was anderes. Das ist sehr, sehr deutlich zu spüren. Ein bisschen ist das so wie in Sowjetzeiten. Da hat man auch lieber nichts gesagt, bevor man da irgendwas Falsches gesagt hat und vielleicht sogar denunziert wurde. Ich erlebe auch, dass das hier so eine Art doppelter Generationenkonflikt ist.
ist. Zum einen sind es die Älteren, die vor allem Fernsehen, und das ist ihre Hauptinformationsquelle dann, die das alles glauben, so wie das russische Fernsehen es darstellt. Die mittlere, jüngere Generation, die mit Internet umgeht, ist da schon ein wenig kritischer, da gibt es ein bisschen mehr Dissens. Aber die ganz Jungen, die in die Schule gehen, die Teenager, das ist ganz irre zu sehen, die sind sehr unter dem Einfluss des Schulunterrichts. Da wird das, was die russische Armee in der Ukraine macht, als Heldentat, als Befreiung dargestellt. Das finden die cool, und da kenne ich auch Eltern, die sagen, wir können unseren Sohn gar nicht mehr einfangen. Jetzt haben wir ja über die normalen Menschen in Anführungszeichen gesprochen. Inwiefern können Sie denn auch einen solchen Riss in der wirtschaftlichen oder politischen Elite des Landes feststellen? Ganz schwer zu sagen. Die politische Elite ist still, die hält den Mund, die weiß, dass es gefährlich ist, wenn es denn überhaupt Dissens gibt. Also wirklich ganz, ganz wenig ist da zu spüren. Die Oppositionellen, die es mal gab, sind entweder, so hart muss man das sagen, im Ausland, im Gefängnis, oder sie haben sich verkrochen. Und wenn man denn überhaupt irgendwie ein bisschen Kritik hört, dann kommt das eher aus Künstlerkreisen. Eine bekannte Ballerina hat zum Beispiel jetzt unter Protest das Land verlassen. Und sogar ein Schlagerstar, der hat hier in Russland, das war schon fast eine Revolution, in Moskau auf der Bühne gesagt, er wünsche sich Frieden und dass das Sterben aufhöre. Da gab es dann viel Applaus, aber das ist das höchste der Gefühle, was geht im Moment. Vielen Dank, Ina Ruck, live aus Moskau, für diese Eindrücke aus der russischen Hauptstadt. Und das war unser Brennpunkt für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Hier geht es jetzt direkt weiter mit der Reportage Heimreise in den Krieg. Sie erzählt die Geschichte von Volodymyr. Es ist ein Mann, der Frau und Kinder in Deutschland zurückgelassen hat, um für sein Heimatland, die Ukraine, zu kämpfen. Und direkt im Anschluss um 21 Uhr geht es bei Hart aber fair dann um die Frage, wie gut wir in Deutschland aufgestellt sind, um die Geflüchteten bei uns aufzunehmen. Bleiben Sie dran. Ich wünsche Ihnen